Während unser Anführer, der Markus, am Pferdehintern schnuppert, am Pferdehintern von Gerhard, wobei, das hört sich wieder falsch an, nicht am Pferdehintern von Gerhard, sondern am Pferdehintern Gerhards Pferd, ihr wisst, was ich meine, und sich hier schön versteckt, hoffen wir jetzt in der nächsten Runde, dass er sich hier heraustraut und hier angreift und nicht weiß, dass der Markus sich hier versteckt hat. Und dann schauen wir mal, ob der Hinterhalt klappt. Ansonsten, er wird hier nach Quittax gehen, wird mal das hier aufrüsten. Dann hier oben werden wir noch ein bisschen uns ausruhen und so lange warten, bis wir hier wieder die 5 Totenköpfe haben. Mal schauen, was er jetzt macht. Ich bin gespannt. Yes, er kommt in unsere Richtung. Er kommt, er ist auf Weg. Oh, er kann leider nicht weit genug laufen. Na gut, dann müssen wir ihn in der nächsten Runde angreifen. Aber es ist schön, dass er sich jetzt hier herausgetraut hat. Das heißt, er hat keine Garnisonsverstärkung oder irgendwelche anderen Verbündeten und steht jetzt hier einer gesammelten Macht von 2×20 Armeeeinheiten gegenüber. Für uns ein richtig guter Vorteil. Eine große Migration erreicht uns. Wir werden das nutzen. Rekrutierungskosten reduziert für -10. Wir werden, ob wir das wir können mal schauen, für 5 Runden, ja, und ein bisschen Wachstum und die Ordnung, die öffentliche, die können wir uns aktuell komplett leisten, deswegen machen wir das. Der Wolga-Kommandant ist wieder zum Dienst bereit. Ich wusste gar nicht, dass der außerhalb im Dienst ist. Was ist denn heute los? Ich weiß nicht. Satzfindungsprobleme nennt man das offenbar. Wo haben wir denn den eingesetzt? War da der hier drinnen? Ah, okay, ich glaube, ich habe den in Rente geschickt. Und der kostet uns jetzt auch nichts mehr, genau. Wir haben den in Rente geschickt, deswegen. So, dann du gehst jetzt mal nach Quittax. Bitte jetzt nicht hier irgendwelche Skaven drin haben. Und wir schauen mal eben rein. Wir haben einen Jäger, wo wir eine beliebige ruinierte Siedlung nach Schätzen durchsuchen müssen. Und ich hoffe mal, das ist die Kalara. Ich hoffe, dass die jetzt nicht hier dabei sein muss beim Durchsuchen. Wir probieren es mal. So, Ruinen durchsuchen. Und wir haben mal wieder ein Rätsel. Und ich hoffe, ich muss das Rätsel nicht erfolgreich abschließen. Ich muss die Ruine quasi nur durchsuchen und nicht erfolgreich abschließen. Ihr wisst ja, ich check die Rätsel überhaupt nicht. Der alte T-Pock, der Unergründliche, hat sich nie gern wiederholt. Wir hatten dieses Rätsel schon. Beim letzten Mal habe ich gar nichts gecheckt. Hier kommt mir das ein bisschen einfach vor, weil mehr an Zeichen hier sind. Im letzten Rätsel waren relativ wenig da. Das heißt, Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir es vielleicht doch lösen. Also hier kann kein Dreier und kein Vierer sein. Ne? Hier nicht und hier nicht. Okay, gut. Wir haben als Auswahl sowieso keinen Dreier und keinen Vierer. Dieses Spiel. Dieses Spiel. Das heißt, es kann nur ein Einser oder Zweier sein. Ein Einser oder Zweier. Hier könnte ein Einser oder Zweier sein. Hier könnte auch ein Einser oder Zweier sein. Aber ich hasse es. Ich hasse es. Was hier nicht sein kann, ist wahrscheinlich das hier. Weil hier ja schon rot ist. Also der fällt schon mal weg. Und ich hätte jetzt auch einfach mal gesagt, der hier fällt auch raus. Es ist entweder ein blauer Einser oder ein blauer Zweier. Hier kann kein blauer Zweier sein. Also muss hier ein blauer Einser sein, Leute. Oh mein Gott, wenn das jetzt klappt. Natürlich nicht. Ganz ehrlich, man konnte doch jetzt richtig nachvollziehen, was ich mir dabei gedacht habe. Und, ne? Eigentlich hätte es so sein müssen, aber irgendwo war wieder ein Fehler drin. Ich hasse diese Rätsel. Ich hasse diese Rätsel. Durchatmen. Der Wille eines Pfadschleichers. Die Beweise, die ihr selbst bei den Ruinen gesehen habt, lassen es sehr wahrscheinlich erscheinen, dass diese Männer von einer Art Bestie getötet wurden. Trotz allem konntet ihr nicht vollständig ausschließen, dass auch Kriegswaffen verwendet worden sein könnten. Kalaras Entschlossenheit ist jedoch stark und ihr fühlt euch gezwungen, ihr zu glauben. Schließlich sollten die Jagdinstinkte einer Pfadschleicherin nicht unterschätzt werden. Okay, also es hat geklappt.
Das heißt, die Kalara müsste jetzt hier ein neues Ziel haben. Gewinnt 3 Schlachten gegen das folgende Volk. Echsenmenschen. Ja. Und sie müsste auch eine entsprechende Eigenschaft Marcus erhalten haben. Wolfhard, Hunter. Und zwar perfekte Vitalität, ist das ein Attribut? Steht das hier drin irgendwo? Hier oben. Perfekte Vitalität, was immer das auch heißt. Leider kommt hier kein Tooltip. Aber es wird wahrscheinlich was mit der Vitalität zu tun haben. Okay, hier oben sind wir durch. Jetzt werden wir Marcus ihn mal angreifen. Mit unseren beiden Armeen. Pick up the pace. Marcus Wolfhard. Und gleich mal schön aufreiben, hoffentlich. Da flieht er. Guckt euch diese faule, feige Echse an. Ein dicker Schild, als wäre es ein Zwergen-Tank-Krieger. Aber die Hosen gestrichen voll mit Echsenkacke. So, wir gehen mal hier rüber. Er kommt uns halt jetzt nicht. Ne? Er entkommt uns nicht. Alter. Was hat er denn hier? Schwertinfanterie, Nahkampfspezialist, Nahkampf, Geschossspezialist. Bisschen Infanterie noch. Monströse Infanterie hat er sogar. 3 Stück. Jagd, Meute. Nein, die sind schon nicht schlecht, die Einheiten. Auch wenn sie jetzt vom Rang nicht unbedingt so gut sind. Aber gegen 2 hast du grundsätzlich keine Chance. Bisschen Geld oder Führerschaft. Wir nehmen uns die Führerschaft. So, Eigenschaft erhalten. Telehauin besiegt. Gefangenenverluste nach der Schlacht 15% mehr. Verschleiß 25% weniger. Und ein Trank der Geschwindigkeit. Wir schauen mal, ob den Trank der Geschwindigkeit die Kalara brauchen kann. Oder vielleicht sogar einer von denen hier. Der Gerhard. Widerstandstrank hat er aktuell. Wir geben ihm den Trank der Geschwindigkeit. Und einen Banner hat er jetzt auch noch bekommen. Den müssen wir dann zuordnen. Okay, wer kann aufsteigen? Der Roderick kann aufsteigen. Ich hatte früher immer eine Mod auch drinnen, die mir pro Stufenaufstieg immer 2 Punkte gegeben hat. Weil ich eben dachte, hey, dann kann ich schneller aufsteigen und so weiter und so fort. Das konnte die KI ja dann auch, also es war nicht wirklich ein Vorteil. Aber man konnte dann mehr quasi hier auswählen. Aber wenn ich das jetzt hier mir so anschaue, aktuell haben wir schon einige Heldeneinheiten, die relativ gut ausgerüstet sind. Oh, Moment, ich nehme lieber die Munition hier. Alle Geschosseinheiten. Das wirkt auf alle hier. Aber wir haben schon ein bisschen Verlust jetzt bekommen. Aber dann soll er jetzt hier quasi die Führung durchführen hier bei Hualutal. Und sich das dann hier holen. Kann ich mit dir? Keinen. Okay. Dann müssen wir das in der nächsten Runde machen. Rasten geht auch nicht. Die Kalara kann noch aufsteigen. Die Kalara, was mache ich denn mit dir? Geschwindigkeit. Die hat ja auch schon fast alles ausgerüstet. Now. So, wir bekommen leider keine Verstärkung, aber in der nächsten Runde greifen wir dann an. Ansonsten, hier sind wir aktuell natürlich ungedeckt momentan. Aber ich hoffe mal, dass dann er könnte eigentlich auch hier dann stationiert bleiben, damit wir so die Außengrenzen ein bisschen abdecken. Oder wir gehen wirklich nach Chaka, damit wir ihm noch unterstützen können. Ich habe nämlich die Vermutung, je öfter wir hier diese 5 Totenköpfe erreichen, umso schwieriger werden die Einheiten, die dann letztendlich spawnen. Macht ja eigentlich auch Sinn, weil du ja auch selber immer stärker wirst. Das heißt, irgendwann kommen vielleicht mal 2 Einheiten. Dann stehen wir hier mit unserer einen Einheit relativ dumm da. Das will ja niemand. Oh, wir sind schon fast beim nächsten Aufstieg hier. Imperiale Eliteversorgung erhalten. Rang bei Rekrutierung plus 3. Und schaltet Bau von Menagerien und Gießereien frei. So, wir haben noch ein bisschen Geld für Itza vielleicht. Itza.
Nee, wir heben uns das für Quittax auf. Da wird die Kohle dann investiert und in die Männer anschließend. Hier oben geht ja noch nichts in Quetzer. Quetzer brauchen wir noch eine Runde, dann können wir das hier bauen hier oben. Und zusätzlich noch die Schmiede. Und zwei Runden noch, bis die Technologie beendet ist. So, ich trinke mal kurz vom Kaffee. Wer kommt denn jetzt hier? Oh, ein Friedensangebot? Wir lehnen ab. Oh, wir machen ein bisschen Sorgen, dass das vom Süden gekommen ist jetzt hier. Als wäre seine Einheit hier unten. Wir werden Frieden machen, nachdem wir hier quasi die letzte Bastion hier eingenommen haben. Und uns die wieder zurückholen. Er ist auch schon auf dem Weg, offenbar. Oh, er will auch Hualotal, offenbar. So sehe ich das jedenfalls. Überfälle auf das Imperium. Eine Horde von Tiermenschen treibt seit einiger Zeit in den Staaten des Imperiums ihr Unwesen. Sie greift Dörfer an und bringt erbarmungslos die unschuldigen Bewohner um. Solche Vorfälle sind nicht zwangsläufig ungewöhnlich, doch das war nicht alles, was ihr herausgefunden hattet. Jene, die das Glück hatten, diese Überfälle zu überleben, sollen gehört haben, dass ihr führender Sturmbulle nach euch, dem Jagdmarschall, sucht und sogar in mehr oder minder verständlichem Reichsspiel grunzte, um seine unglücklichen Opfer nach eurem Aufenthaltsort zu befragen. Obwohl die Tiermenschen im Allgemeinen nur wenig Gründe brauchen, das Blut von Männern zu vergießen, ist es vollends möglich, dass ihr vor einiger Zeit einen Sturmbullen erschlagen habt und sie nun Vergeltung suchen. Na gut, an das kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Das muss irgendwie eine Verwechslung sein. Aber wenn er es drauf anlegt, dann werden wir uns natürlich wehren. Rekrutierungskosten erhöht, das ist schlecht. Feindseligkeitsstufe erhöht sofort. Oh, das wäre jetzt gar nicht mal zu schlecht, ehrlich gesagt. Einkommen aus Häfen. Ich werde es jetzt mal riskieren. Oder? Ich würde gerne die Feindseligkeit erhöhen. Nee, komm. Nee, ich weiß nicht, ob dann vielleicht oben schon zwei Einheiten rauskommen. Es reicht, wenn das in der nächsten oder übernächsten Runde ist. Wahrscheinlich in der nächsten dann. Also lieber die Häfen. 10% weniger Geld. So, du holst dir Quittax. Kolonisieren. Provinz gesichert. Passt. Dann müssen wir hier aufbauen. Und einen Erlass setzen. Und hier würde ich jetzt auf die Rekrutierungskosten auch gehen, damit wir schnell diese Einheit hier aufbauen können. Währenddessen sitzt er hier oben und wartet und wartet und wartet noch. Und hier drüben in Quetzer bauen wir jetzt zum einen die Schmiede. Plus das letzte Feld hier oben. Wir haben noch 10.000, 4.000. Ja, wir machen das. Und das dauert jetzt jeweils drei Runden. Ich würde sagen, dass wir... ich bin noch etwas unschlüssig. Wir müssen Hualotal einnehmen, weil die Skaven jetzt hier in der nächsten Runde kommen. Wir müssen uns das jetzt holen. Es hilft leider nichts. Dadurch steigt die Feindseligkeit hier oben. Und wir werden hier oben eine Einheit bekommen. Und wenn hier zwei kommen, dann kann er aktuell relativ wenig machen. Ne? Das heißt, wir müssten vielleicht dann eine Einheit hier wieder hochbringen. Ich werde mal die hier... Pass mal auf, wir lassen mal die hier, auch wenn die schon etwas angeschlagen ist. Und wir greifen mit der alleine an. Da ist ja nur die Garnison drin aktuell. So, wir besetzen das Ganze relativ schnell jetzt. Wir halten einen Anhänger und die imperiale Versorgung ist bereit. Oh, das ist gut. Dann können wir das hier oben gleich einsetzen. Das ist fantastisch. Wir haben jetzt 5 Totenköpfschädel. Helbardiere, Jäger, Bierhandkämpfer. Ein bisschen mehr ist das jetzt hier. Höllenfeuer, Salvenkanone. Ja, mittlerweile schon ein bisschen mehr. Nix
Volkswagen Mörser Luminarium des Hüsch. Würde hier die Infanterie bellen. Demigreif Reichsgarde. Würde ich auch gerne mal ausprobieren. Wir nehmen die Infanterie. Kalara hat eine Eigenschaft erhalten. Echsenmenschen schlagen zurück. Natürlich kommen die hier unten raus. Das ist so klar. Nicht hier oben, nein, hier unten natürlich. Das heißt, wir müssen mit ihm schnellstmöglich jetzt zurücklaufen. Nach Itza. Und ihn abfangen dann. So. Dann, Mandat ist fortgeschritten. Wir sind aufgestiegen. Tatsächlich, fantastisch. Imperiale Versorgung, ja, ist da. Das heißt, die wird hier oben eingesetzt. Und zwar alles, was da ist. Und dann würde ich ihn auch gleich hier runter bewegen. Ah, Mist, in der nächsten Runde erst. Würde ich ihn hier runter bewegen, damit er hier noch mit dabei ist gegen die Alten hier unten. Okay, hier ist eingenommen. War nicht noch irgendwas von der Kalara? Habe ich gelesen, ganz kurz. Kalara kann noch aufsteigen, aber ich habe irgendwie... Hier. Kalara, die Leidenschaftliche. Die Bestie wurde noch nicht gefunden, doch Kalara weigert sich noch immer aufzugeben. Inzwischen habt ihr festgestellt, dass es in den Dschungeln dieser Länder diverse Bestien gibt, die ein Bewusstsein zu haben scheinen, auch wenn sie keines haben sollten oder Bestien, die größer sind als ihre gewöhnlichen Artgenossen. Insgeheim wisst ihr, dass dies der Grund ist, aus dem Kalara für so eine lange Zeit hier war. Es gibt einfach so viele Wesen, die möglicherweise die Seele ihres Geliebten tragen könnten. Es käme in der Tat jede davon in Frage. Obwohl Kalaras Leidenschaft, diese enorme Bestie zu erschlagen, seit eurer Bekanntschaft nicht nachgelassen hat, denkt ihr nicht, dass ihr weitermachen könnt, solange die Wahrheit nicht ans Licht gekommen ist. Errichtet ein, wir sind in der letzten Stufe, errichtet eins von jedem der folgenden Gebäude. Die Smaragdteiche. Oh, das sind immer schöne Boni hier, ne? Smaragdteiche. Sind die Smaragdteiche in Itza? Ich glaube ja, oder? Ja, in Itza bei Stufe 4 dann. 6000. Gut, dann werden wir hier mal upgraden. Der Markus. Der Markus bekommt... Ich würde jetzt mal auf Sammeln gehen, damit wir hier mal auf die rechte Seite rüberkommen. Wir haben mittlerweile schon ganz gute Einheiten. Einheitenrang 9 an. Einheiten sind auch schon da. Das heißt, diese Boni hier, die würden dann auch schon... über kurz oder lang triggern. Wir gehen auf Sammeln. Und bei dir, bei der Kalara, gehen wir auf die Geschwindigkeit. Ja, oder wir gehen... Wir machen mal hier... Ne, wir gehen mal auf Schwertspiele, damit wir hier die Trefferpunkte erhöhen. Dann hier wird nichts gebaut aktuell. Das heißt, wir müssen dann hoch zur Höhle. Und dann zum Monument hier. Aber erst müssen wir uns hier um die Alten kümmern wieder mal. Ich hoffe, er greift jetzt nicht gleich mich an, dass er nicht bis hier hochkommt. Hier sind es noch 3 Runden. Nächste Runde, ich bin gespannt. Aber ich bin optimistisch auch jetzt. Also jetzt, nach den letzten paar Runden, wo es wirklich, wirklich nach unten ging... Rein motivationsmäßig bin ich wieder gestärkt und es war nicht so ganz schlimm, wie ich eigentlich ursprünglich dachte, dass wir wirklich alles komplett verlieren. Wir haben zwar ein paar Provinzen verloren, ein paar Städte verloren, aber ansonsten haben wir uns ganz gut gehalten auch. So, hier oben kommt eine neue Einheit, die sich rüstet. Huntsman General! Ich würde nochmal probieren, ob wir mit ihm nicht doch Frieden machen können. Ritus des urtümlichen Ruhms ausgeführt. Okay. Konföderation. Oh, Kult des Sotek und die letzten Verteidiger haben sich zusammengeschlossen. Ah, Mist. Jetzt müssen wir aber schauen, dass wir hier Sotek-Friedensvereinbarungen machen.
Forschungsrate erhöht. Sehr schön. Oh, Mist. Jetzt wird er natürlich gleich wieder ein bisschen 12 Siedlungen hat er. Ein bisschen stärker sein. Mal schauen. Hä? Moment, habe ich falsch? Hä? Sind wir nicht mehr im Krieg jetzt? Ah, die wurden assembliert. Assimiliert. Da kommt der Programmierer wieder durch. Die wurden assimiliert, das heißt, wir sind nicht mehr im Krieg mit denen. Fantastisch. Gerade rechtzeitig hier noch Hualotal eingenommen. Wenn er das eine Runde vorher gemacht hätte, hätten wir uns das hier nicht mehr holen können. Perfekt. Also, wir sind hier oben nicht mehr im Krieg, das ist gut. Und wir müssen mal ein bisschen schauen. Wohin wir uns als nächstes ausbreiten. Ich würde ja ganz gern hier vielleicht, dass wir die Ecken mal zumachen, hier links und rechts vielleicht. Hier unten sind nämlich lauter Skaven. Davon können wir ausgehen. Das ist echt lauter Skaven hier. Guckt euch das an, alles Ruinen hier. Wenn wir hier den Krieg erklären, dann haben wir gleich eine Menge an der Backe. Deswegen würde ich erstmal vielleicht ihn hier oben noch mir holen. Dann das hier noch holen. Vielleicht dann rüber zu den Vampiren, wenn das möglich ist. Und irgendwann müssen wir dann hier den Skaven, unseren besten Freunden, auch den Krieg erklären. Aber vielleicht, dass wir zuerst noch die Orks uns hier holen. Dass er sich jetzt hier hochkämpft. Keine Ahnung, ob er das alleine schafft hier. Gegen diese Einheiten. Dass er sich hier hochkämpft. Bis hier hoch. Und dann zusammen mit ihm quasi hier drüben noch die Orks ausschaltet. Nur unter der Voraussetzung, wir sind dann mit den Orks noch im Krieg. Ich würde es gerne nochmal probieren. Ich würde mir immer ganz gern meine Kriegsgegner selber aussuchen. Also er will immer noch keinen Frieden. Dann soll er Krieg bekommen. So, er steht jetzt hier oben. Du kommst leider nicht mehr rechtzeitig hier rein. Hier dauert es noch zwei Runden, dann kann er seine restlichen Truppen noch auffüllen, obwohl wir hier eh schon ganz gute Truppen haben eigentlich. Und die Frage ist, greife ich ihn jetzt alleine an oder sollen wir uns nach Itza ziehen? Ich werde das in der nächsten Runde entscheiden und in vier Runden sind wir hier auch schon wieder bei 0. Er ist jetzt natürlich wieder sehr stark. Mal schauen, ob wir es trotzdem alleine schaffen.